ein Stahlbolzen zwischen Radrollen und den Farbstollen, bist ein Stahlbolzen zwischen Radrollen. Ich gebe mich mal dem Gruppenzwang ein bisschen hin und sag auch mal was zu meinem Text. Und zwar bin ich auf den gekommen, als ich zu Hause vorm Fenster saß, und da gibt es so einen Vogel, der macht den ganzen Tag nichts anderes, als auf dem Ast zu sitzen und gegen die Scheibe zu fliegen. Dann setzt er sich wieder auf den Ast, vergisst, dass er gegen die Scheibe geflogen ist, und fliegt wieder gegen die Scheibe. Das hat nichts mit meinem Text zu tun, aber ich fand es witzig und bin dabei darauf gekommen, einen Text zu schreiben. Und es ist ein Gedicht an den Alltag. Lieber Alltag, du bist für mich ein Mikrowellenessen. Du bist das Geschenk, von dem Oma sagt, es ist geglückt. Du wurdest im Kühlschrank vergessen und bist selbstgestrickte Socken mit mindestens 20 Rentieren geschmückt. Lieber Alltag, für mich bist du Cola Light und damit der wirklich uncoole Bruder von Cola Zero. Für mich bist du, tut mir leid, so ausgelutscht wie I Need a Hero am 80er Abend meiner Eltern. Lieber Alltag, du bist wie der Reim von Haus auf Klaus. Lieber Alltag, du bist eine Maus im Haus meines Opas Klaus. Und glaub mir, die überlebt dann nicht. Lieber Alltag, du bist ein Stahlbolzen zwischen Radrollen und den Farbstollen, bist ein Stahlbolzen zwischen Radrollen. Auch wenn das Leben kein Jahrmarkt ist und auch wenn das Streben kein Fahrplan besitzt, ist der Alltag trotzdem ein Riesenrad, in dem jede Gondel in anderer Farbe blitzt. Und in meiner Vorstellung dreht sich ein Riesenrad in riesigen Kreisen um sich selbst, während unsere Gedanken in kleinen Wolken aus Glas schnell um unsere eigenen Köpfe wehen. Aber wir stehen, da kleine, massive Stahlbolzen auf Farbrollen zwischen den riesigen Radrollen stecken und jeden Zentimeter Beschleunigung verketten, verrecken wir in einem Sumpf der Stumpfsinnigkeit, in dem man immer hört, uns tut es leid, in dem jeder sich beschwert mit Verweis auf lebenseinschränkenden, von oben beschlossenen Scheiß, der auch von Toten begossenen Blumentöpfen verweist, die jetzt längst selbst welk sein müssten, da sie seit Jahren unsere eigenen Lebenspläne aus der Vergangenheit verwüsten, aber gerade weil ihr alle auf das Jetzt und später völlig scheißt, drehen wir uns noch nicht einmal im Kreis um uns selbst. Steht da ruhig im Publikum und lacht über schlechte Witze auf Kosten eines unschuldigen Kinderkarussells, das nichts auf dieser Welt verbrochen hat, außer einen Stahlproduzenten, der Erfolgsprognosen gerochen hat, zu verlocken. Wir werden schlimmer und schlimmer vom Greifarm des Eifers in den Sumpf des Steigerns gezogen, von unten bis oben mit Bildern belogen, verbotene Frohe sind hieraus gestoßen, man findet sie wieder, weil in lauter großen Betrieben der Welt, die uns regulieren, unser Verhalten ausgiebig studieren, nur dumme Idioten als Zeiger fungieren, wo kleine massive Stahlbolzen auf Farbrollen produziert werden, die in den dünnen Speichen der riesigen Radrollen poliert gären und den alten rostigen Bolzen verstärken. Lacht das rosa Kinderkarussell mit blauäugigen Vorstellungen der Welt ruhig aus, aber denkt daran, dass ihr Opfer zu Tätern macht und Platz für neue Stahllegierungen schafft. Dankeschön.
So sieht der Alltag also von Christian Schneider in Offenbach aus. Auch wenn das Leben kein Jahrmarkt ist und auch wenn das Streben kein Fahrplan besitzt, ist der Alltag trotzdem ein Riesenrad, in dem jede Gondel in anderer Farbe blitzt. Und in meiner Vorstellung dreht sich ein Riesenrad in riesigen Kreisen um sich selbst, während unsere Gedanken in kleinen Wolken aus Glas schnell um unsere eigenen Köpfe wehen. Aber wir stehen, da kleine, massive Stahlbolzen auf Farbrollen zwischen den riesigen Radrollen stecken und jeden Zentimeter Beschleunigung verketten, verrecken wir in einem Sumpf der Stumpfsinnigkeit, in dem man immer hört, uns tut es leid, in dem jeder sich beschwert mit Verweis auf...